Hallo, werte Zuschauer. In diesem Video möchte ich euch ein PC-Gehäuse vorstellen von LC Power. Und zwar das sogenannte Micro ATX Case 2004 MB. Ja, wie es auf der Verpackung bereits schon steht, passen hier nur Micro ATX oder Mini ATX Mainboards rein. Ja, Standard ATX Mainboards sind fehl am Platze. Dieses Gehäuse hier, das habe ich für mein NAS-System auf Homemade-Basis sozusagen gekauft. Da sollen dann die ganzen Festplatten rein und so weiter und so fort. Naja, muss eigentlich nichts Besonderes sein. Hauptsache, ich habe ein Gehäuse, dass die Sachen zusammengehalten werden und ein bisschen geschützt sind. Wie das hier unten auch schon steht, soll dieses Gehäuse nicht nur USB 2.0 Buchsen, sondern auch USB 3.0 Buchsen frontseitig haben. Ja, wollen wir mal gucken. Hier stehen natürlich noch ein paar mehr Sachen hier unten drauf. Aber ich denke mal, das zeige ich euch besser dann, wenn wir das Gehäuse ja an sich dann sehen, wenn ich also alles ausgepackt habe. Ein paar Gehäuselüfter kann man auch hier einbauen, das ist überhaupt kein Problem. Grafikkarten, ja, weiß ich gerade nicht, wie lang die sein dürfen. Ja, allerdings würde ich da jetzt so kein High-End-System hier einbauen, weil das ist auch nur ein ziemlich günstiges Gehäuse, so für 24, 25 Euro. Sagt eigentlich auch schon alles. Gut, dann will ich mal den Karton öffnen. Ja, so, das war's an für sich auch schon. Oh. Ah, okay. Das Gehäuse ist noch extra hier in so eine Plastikfolie verpackt, Plastiktüte. Das ist eigentlich nicht so gut, weil diese Tüte sich statisch aufladen kann. Muss man vorsichtig mit sein. Hier links und rechts noch Schaumstoff da drin, damit dem Gehäuse beim Transport nichts passiert. Okay, dann will ich das erstmal hier irgendwie rausholen. Ja, normalerweise kann man das am besten so machen, indem man das hier kopfüber auf den Boden stellt und dann sollte das eigentlich hier so rausgehen. Ja, jetzt kommt's. So. Ja, das hier. Ah! Ich hab's gesagt und eine gewischt gekriegt. Heidewitzka. Das ist jetzt kein Scherz. Deshalb hasse ich es, wenn die Gehäuse noch extra in Plastiktüte verpackt sind. Ah, Heidewitzka. So, gut, da freut sich euer gelber Sack drüber, über die Sachen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier auspacken kann. So, am besten, ja, hier ist der Zugang. So, gut. Okay, jetzt steht das Gehäuse kopfüber. Gut. Ja, das ist also hier das LC Power Gehäuse. Ich mache mal die Kamera ein bisschen kleiner, dass man sich das nochmal ein bisschen besser ansehen kann. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, das Gehäuse hat auf der Unterseite noch was draufgeklebt. Solche Filzgleiter ähnlichen Dinger. Diese hier. Ne, damit das Gehäuse nicht gleich den Boden zerkratzt. Solche Gummifüße, wie man die auch immer bezeichnen möchte. Ja, und hier gibt es auf der einen Seite jedenfalls auch Ränderschrauben, auf der anderen Seite nur normale Schrauben, die man mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen kann. Gut, wollen wir uns mal eben die Frontblende anschauen, was wir da alles so vorfinden. Ja, wie man sieht, oder auch nicht, weiß ich gerade nicht genau. Doch, sollte eigentlich möglich sein. Das Gehäuse bietet zwei externe 5,25 Zoll Schächte, zum Beispiel für ein DVD-Laufwerk. Auch ein 3,5 Zoll Laufwerk kann man installieren, zum Beispiel einen Cardreader.
Oder wer es braucht, ein Floppy-Laufwerk, wer hier ein älteres System einbauen möchte. Das hier ist der Power-Schalter, Reset-Schalter, zwei USB 2.0-Buchsen und zwei USB 3.0-Buchsen, wobei die sozusagen falsch herumgedreht sind. Also um 180 Grad gedreht, muss man halt bedenken. Und hier der Kopfhörerausgang und der Mikrofoneingang. So, komme ich nun zur Rückseite. Ja, da sieht man, dass bei diesem Gehäuse das Netzteil oben montiert wird. Es gibt auch Gehäuse, und zwar sind das die teureren Gehäuse, also auch die hochwertigeren, bei denen das Netzteil am Boden platziert wird. Ja gut, hat Vorteile, kann aber auch Nachteile mit sich bringen, also je nachdem, wie man es sieht. Hier kann man noch einen 80 oder 92 mm Lüfter installieren. Und hier ist die Aussparung für die I/O-Anschlüsse. Und dann sind hier noch vier Ausgänge für Erweiterungskarten. Die kann man hier auch noch montieren. Ja, mache ich euch mal hier das Seitenteil ab, dass wir da mal hinterschauen können. Ich entferne natürlich auch noch die gegenüberliegende Seite, dass man da auch noch mal hinterschauen kann. Aber jetzt erst einmal schaue ich mir das Innenleben hier des Gehäuses an. Und auch hier kann man, glaube ich, noch einen weiteren 120er Lüfter montieren, wer es möchte. So, ist das irgendwie so ein bisschen Dreck hier oder? Sieht gerade ein bisschen seltsam aus hier. Vielleicht dann noch mal mit einem Lappen drüber gehen. Muss ich mal schauen. Ja, das ist also hier dieses Gehäuse. Ich kipp das mal eben, also dessen Innenleben meine ich. Und zwar passen hier, wie gesagt, nur Mini-ITX oder Micro-ATX-Mainboards hinein. Und hier in der Front, also hinter der Front, kann man auch noch einen 120 mm Lüfter montieren. Dazu lässt sich die Frontblende auch entfernen. Hier ist eine Tüte mit Schrauben und Abstandshaltern enthalten. Die nehme ich jetzt euch mal ab. Und zwar, wir bekommen einmal die Schrauben zur Montage des Mainboards, als auch für Erweiterungskarten und für die Laufwerke, als auch diese Messinggewinde, diese Messingabstandshalter und diesen obligatorischen Lautsprecher, diesen Speaker hier für Fehlercodes. Wenn also der Rechner nicht hochfahren möchte, dann kann der wichtig sein. So, dann gibt es hier, mache das Stativ mal ein bisschen kleiner, brauche ich das Gehäuse nicht so weit kippen. Hier sind dann die ganzen Kabel drin für die Anschlüsse und Bedienelemente an der Frontblende. Da ist auch ein Kabelbinder drum, den mache ich jetzt auch erst einmal ab. So, dann wollen wir uns das mal näher anschauen. Das hier müssen die ganzen Kabel für die Bedienelemente sein. Die sind einzeln hier aufgeführt. Da zoome ich mal näher ran und gucken uns an, was wir bekommen. Das ist einmal hier das Kabel für den Reset-Schalter. Dann gibt es natürlich auch eine Festplattenaktivitäts-LED und natürlich auch der Power-Switch. Eins fehlt noch, das ist die Power-LED. Die befindet sich hier, die ist auch zweigeteilt. Weil es auch Mainboards gibt, die ein anderes Layout vorsehen für die Frontpanel-Anschlüsse. Das ist leider nicht standardisiert. Standard hingegen sind die Anschlüsse für USB-Buchsen und auch für die Audio-Buchsen. So, und zwar gibt es hier einmal das Kabel für die USB 3.0-Buchsen. Das ist hier so zusammengefasst mit dem. Und noch die weiteren Kabel für die zusätzlichen zwei USB 2.0-Buchsen und für die Audioausgänge. Beziehungsweise, ja, einmal den Lautsprecherausgang und den Mikrofoneingang. Das war's. Ja, und hier kann man ein 2,5 Zoll Laufwerk montieren, zum Beispiel eine SSD oder eine Laptop-Festplatte ist möglich. Das zweite 2,5 Zoll Laufwerk kann man direkt unter den 3,5 Zoll Schächten montieren.
Und wer hat's gesehen? Das dritte 2,5 Zoll Laufwerk, das kann man hier montieren. Ja, und dazu muss man dann tatsächlich auch das zweite Seitenteil abnehmen. Das mache ich gleich. Hier sind dann noch die zwei 3,5 Zoll Schächte für Desktop-Festplatten. Und hier der oberste, das ist der Schacht für das externe 3,5 Zoll Laufwerk. Ich würde mal sagen, ich nehme euch mal gleich die Frontblende vorsichtig ab, ne, dass wir da mal hinterschauen können. Ja, und zwar immer von unten müsste das gehen. Mal sehen. Ja, nicht erschrecken. Noch nichts kaputt gegangen. Das will ich zumindest nicht hoffen. Und da sehen wir hier schon mal ein seltsam anmutendes Kabel, das mit dem Gehäuse Kontakt aufnimmt. Das kann an für sich nur eine Erdung sein. Immerhin, an die wurde gedacht. Gut, dann ist hier noch irgendwie, wie soll ich das sagen, so eine Art Tuch davor. Ja, das fühlt sich so ein bisschen weich an hier drin. Das ist auch noch mal so ein Stoffüberzug. Vielleicht sollte er auch noch mal ein bisschen Staub abhalten. Das könnte ich mir vorstellen. Naja, okay. So, dann lege ich das hier vorsichtig mal hin. Hier sind noch so Lüftungsöffnungen für die Festplatten, dass die Abwärme besser abziehen kann. Dann kann man hier den Frontlüfter montieren, einen 120 mm Lüfter zum Beispiel. So, ich mache das hier mal wieder dran. So. Ja, wenn das so einfach wäre. Moment. Ja, sollte gehen. Aua, hier. Vorsichtig, das Gehäuse hat scharfe Kanten. Obacht bitte. Gut, dann nehme ich euch jetzt mal hier das in dem Falle linke Seitenteil ab, wenn ich mal den Schraubendreher finde. Hab ihn. Gut, dann entferne ich das andere Seitenpanel, also hier das Seitenteil. Und dann können wir hier einen Blick dahinter werfen. Also viel Spielraum für Kabelmanagement ist auf keinen Fall. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber hier, da kann man halt noch ein weiteres 2,5 Zoll Laufwerk installieren und die Kabel dann gleich hier so rausführen. Gut, so viel dazu. Habe ich noch irgendwas mal überlegen? Ach so, hier sind noch so Laschen. Da kann man auch noch mal einen Kabelbinder durchführen, wenn man hier ein paar Kabel verstecken möchte. Ein bisschen Spielraum ist vorhanden, aber nicht wirklich viel. Also ja, das kann man eigentlich nur hier für die ganz dünnen Kabel verwenden, den Spielraum hier hinten. Ja. Naja, muss man mal gucken. Aber das ist ja auch nicht anders zu erwarten bei einem günstigen Gehäuse. Naja, gut. LC Power, das ist ja hier der Hersteller dieses Gehäuses. Ja gut, dahinter kann auch ein anderer stehen, aber von LC Power wird das ja vertrieben. Von LC Power gibt es auch Netzteile. Da würde ich jedoch die Finger von lassen, weil es gibt auch Modelle, die sind brandgefährlich. Also ein LC Power Netzteil, auch wenn sie günstig erscheinen, und zwar so günstig, um wahr zu sein, würde ich die nicht kaufen wollen. Ich zeige euch jetzt mal, für welches Netzteil ich mich entschieden habe und welches auf jeden Fall brauchbar ist. Und zwar ist es ein etwas größeres Kaliber sozusagen, ein Be Quiet Pure Power 10 mit 300 Watt. Das hat mir 40 Euro gekostet. Aber bei dem weiß ich auch, das liefert A 300 Watt und B ist sehr zuverlässig. Es soll bestimmt auch alle Schutzschaltungen eingebaut haben. Mal sehen, ob ich hier irgendwas finden kann über die Schutzschaltungen. Ja, Over Temperature Protection. Also es ist alles hier implementiert. Moment, ich zeige euch das hier. Da steht's. Over Current Protection, also Überstromschutz.
UVP, also Overvoltage Protection, und UVP, Undervoltage Protection, also Überspannungs- und Unterspannungsschutz. Dann gibt es auch noch den Overpower Protection, also Überlastschutz, Overtemperature Protection, also dieser Übertemperaturschutz, und ein Schutz vor Kurzschluss, das ist dieser SCP, Short Circuit Protection. Alles vorhanden. Also mit diesem Netzteil, welches auch TÜV-zertifiziert ist, kann man nicht viel falsch machen. Außer wenn man meint, man kann mit so einem Netzteil ein High-End-PC-System betreiben. Das geht schief. Aber das möchte ich auch gar nicht. In so einer NAS muss sowieso keine High-End-Grafikkarte eingebaut werden. Wer das dennoch vorsieht, der hat irgendwas falsch gemacht. Aber das ist nicht meine Baustelle. Gut, das war's dann zum Gehäuse.